Hier bei Gesundheit aufs Ohr haben wir anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar schon einmal über das Thema Krebs gesprochen. Darum soll es auch in dieser Folge gehen, allerdings mit dem Augenmerk auf eine ganz bestimmte Krebsart, nämlich den Darmkrebs. Im Gegensatz zu einigen anderen Krebsarten kann man den Darmkrebs, wenn man ihn früh erkennt, gut in den Griff bekommen und behandeln. Es soll also heute darum gehen, wann und wie man am besten Vorsorge betreibt. Außerdem spreche ich mit unserem Experten darüber, wie man durch einen gesunden Lebensstil sein ganz persönliches Risiko an Darmkrebs zu erkranken senken kann. Mein Name ist Julia Segers. Ich sage Hallo. Gesundheit aufs Ohr. Unterstützt von den Sana-Kliniken Leipziger Land. Ihre Heimatkrankenhäuser im Süden von Leipzig. Bei mir ist wieder der onkologische Chirurg Dr. Kai Kohlhaar aus dem Sana-Klinikum im Leipziger Land. Hallo, Herr Dr. Kohlhaar. Hallo, Frau Segers. Bei welchen Voraussetzungen ist denn das Risiko besonders hoch, an Darmkrebs zu erkranken? Wir haben zum einen ein genetisches Risiko. Das betrifft wenige Familien, ist selten, aber tritt halt auf. Und wir haben das Risiko bei Übergewicht, Lebensumständen, was man schwer messen kann. Es gibt auch genügend Patientinnen und Patienten, die sich normal ernährt haben, jeden Tag Rohkost, rohes Fleisch vermieden und so weiter und trotzdem Darmkrebs bekommen. Man weiß nicht genau, woran das liegt. Das ist biologische Vielfalt und das kann halt passieren. Wir reden da immer von Wahrscheinlichkeiten. Ich hatte angefangen mit dem genetischen Risiko, das ist selten. Aber das ist etwas, was wir jetzt in den letzten 10 Jahren gelernt haben, wo wir viele Familien identifiziert haben und wo wir das Problem zwar nicht lösen können, aber wo wir die Früherkennung eben so anwerfen können, dass wir die Vorstufen entfernen oder aber gegebenenfalls prophylaktisch einen bestimmten Darmabschnitt entfernen müssen, dann in dem Fall, weil wir wissen, dass dort zu 100% irgendwann Krebs entsteht und der auch sehr schnell und auch relativ bösartig wächst. In welchen Fällen ist denn das genetische Risiko besonders hoch? Das sind Familien, die, wenn man die Familienanamnese, also die Familienkrankengeschichte befragt, bei der Aufnahmeuntersuchung sagen dann ja, Oma hatte schon Darmkrebs, die Schwester von der Oma, der Bruder von der Opa sowieso und die Schwestern der Eltern hatten auch alle Darmkrebs. Da schrillen schon die Alarmglocken. Das fragen wir auch immer ab. Das ist tatsächlich Pflicht. Wir sind ein Darmkrebszentrum. Das erkläre ich vielleicht gleich mal. Und da müssen wir besondere Spielregeln auch beachten. Und das fragen wir ab. Und wenn wir das sehen und sowas haben, dann schicken wir die Leute zu Spezialisten. Das sind die sogenannten medizinischen Genetiker. Die beschäftigen sich mit Erbanlagen, die machen ganz feine Analysen auf chromosomaler Ebene und die können tatsächlich Familien identifizieren und auch Gene identifizieren, die verändert sind. Diese Gene im Erbgut haben dann irgendwie einen Schreibfehler und die verhindern, dass zum Beispiel, wenn die Darmzellen, die teilen sich ja sehr häufig, das sind sehr aktive Zellen, weil da ja immer der ganze Stuhlgang vorbeigeht, die werden abgeschilfert, die haben also eine hohe Proliferationsrate, eine hohe Wachstumsrate und die müssen immer gleich aussehen. Und wenn da ein Produktionsfehler drin ist, dann ist das wie ein Auto ohne Vorderrad. Dann geht mit 3 Rädern auch ein kurzes Stück, aber halt nicht so ganz lange und so ist das bei so einer Darmzelle eben auch. Und wenn das eine Vorderrad fehlt, dann wird da Krebs draus. Und das kann man tatsächlich erkennen. Okay, also wenn ich in der Familie keinerlei Fälle von Darmkrebs habe, dann kann ich zwar etwas beruhigter sein, aber Sie haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, es gibt auch ernährungsbedingte Risiken. Welche sind das genau? Übergewicht ist ein echtes Problem, weil Übergewicht zeigt sich durch einen vermehrten Fettzellbesatz, vor allen Dingen im Bauch, in dem sogenannten Bierbauch, Fettzellen im sogenannten Viszeralen, im Bauchfett. Und die sind sehr entzündungsaktiv, die sorgen für sehr viele Erkrankungen, die sorgen für Gefäßverkalkung, die sorgen für höheres Risiko an Diabetes zu erkranken, die machen degenerative Veränderungen. Diese chronischen Entzündungen sind für so einen Körper gefährlich. Der Körper mag keine chronischen Entzündungen. Und unter anderem soll
oder kann darunter auch Krebs entstehen. Wie das genau geht, weiß man nicht oder noch nicht, aber man kann das Risiko messen. Man sieht, dass mehr übergewichtige Tumoren entwickeln. Dann gibt es ernährungsbedingte Giftstoffe, wie zum Beispiel Alkohol. Es wird überall für Cocktails geworben, aber das ist leider nicht gut. Ein Cocktail mag mal sein. Es gibt ja von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung so gewisse Alkoholgrenzen, die sehr viel niedriger sind, als man das zu Hause am Tisch, am Armutstisch so für sich hinnehmen möchte. Die berühmte Flasche Bier für einen Mann ist schon zu viel und das ganze Glas Weißwein ist für eine Frau auch zu viel, muss man einfach wissen. Und vom scharfen Schnaps haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist nun wirklich ungesund. Sogar direkt ungesund, weil hoher Schnapsmissbrauch führt zu Schädigungen in der Speiseröhrenschleimhaut zum Beispiel oder auch im Mund- und Nasenrachenraum und kann dort auch für Krebsveränderungen sorgen. Nikotin, auch ein direktes Zellgift. Es gibt eine Reihe von anderen Toxinen. Es gibt auch Behauptungen, dass Milch Krebs macht. Nein, Milch macht keinen Krebs. Auch wenn man ganz viel Milch kriegt, trinkt man keinen Krebs. Auch Babys bekommen keinen Krebs, obwohl die ganz viel Milch zu sich nehmen. Aber so hält sich das ein oder andere. Mit dem rohen Fleisch sieht das schon anders aus. Beim roten Fleisch, ja, muss man sagen, man sagt ja immer, rotes Fleisch ist der Salat des Mannes. Keine gute Idee. Wir müssen unseren Fleischkonsum nicht nur deswegen reduzieren, weil wir uns ein bisschen um unser Klimagedanken machen müssen, sondern unter anderem auch für unsere Gesundheit. Und das sind doch zwei starke Argumente, das ein bisschen runterzufahren. Pflanzliche Ernährung ist wichtig, ein hoher Anteil von Ballaststoffen, Salat ist wichtig, Vollwertkost ist wichtig, macht mehr Aufwand, schmeckt aber auch gut. Und rotes Fleisch bewirkt eben eine verlängere Stuhlpassagezeit und diese verlängere Stuhlpassagezeit, also wenn der Stuhlgang lange im Darm verbleibt, sorgt dafür, dass die Schleimhaut mehr geschädigt wird und so muss man sich den Mechanismus in etwa vorstellen. Ballaststoffe befördern das Ganze, das wird schnell raustransportiert und dann soll das Risiko, dass sich die Vorstufen von Krebs, Polypen und Adenome bilden, deutlich geringer sein. Sie haben vorhin ganz kurz von rohem roten Fleisch gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, es geht auch um gekochtes rotes Fleisch oder gebratenes rotes Fleisch. Das gebratene rohe Fleisch hat dann nochmal wieder andere Giftstoffe. Das sind der direkte Toxine, das sind die Kohlenwasserstoffe, das sind denaturierte Proteine oder karbonarisierte Proteine, also die schwarze Kruste quasi, die ja unter Grillfreunden als besonders appetitlich gilt. Nein, ist leider sehr ungesund, diese schwarze Kruste. Hat viele Giftstoffe in sich, polyaromatische Kohlenwasserstoffe, also alles ganz hässliche Wörter, die auch ganz hässliche Folgen machen, weil sich diese zyklischen Kohlenwasserstoffe, das sind also so Kohlenstoffatome, 6 Stück, die im Kreis herum sind, sich an die Erbsubstanz anlagern. Die Erbsubstanz wird ausgelesen, wie so ein Zahnrad geht das quasi über die Kette und im Rahmen der Zellteilung werden die Informationen ausgelesen und wenn da jetzt so ein zyklisches Kohlenwasserstoffmolekül dran sitzt, dann ploppt das einmal und dann geht das Zahnrad raus und dann kommt es zum Kettenabbruch und dann wird irgendwas Fehlerhaftes produziert. Und das Fehlerhafte könnte ein Problem machen. Normalerweise kann der Körper damit umgehen. Man kann solche fehlerhaften Zellen identifizieren und zerstören. Grundlage der einen oder anderen erblichen Krebserkrankung ist, dass diese Mechanismen nicht so gut funktionieren, weil es auch dort einen genetischen Fehler gibt und deswegen bekommen diese Leute dann mehr Krebs. Jetzt ist es ja so, hatten wir auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, ab 50 Jahren bieten die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten ein organisiertes Programm zur Früherkennung von Darmkrebs an. Wie sieht denn dieses Programm aus? Was genau wird da untersucht? Also die berühmte Darmspiegelung, vor denen ja viele so ein bisschen Schrecken haben, ist sicherlich dabei. Was genau hat es mit der Untersuchung auf sich? Es gibt mehrere Stufen noch davor. Wir gucken auch mal, weil das sehr niederschwellig ist, sehr einfach ist, auf Blutbestandteile oder verborgenes Blut im Stuhl. Das sind die sogenannten okkulte Bluttests, also
Test auf verborgenes Blut im Stuhlgang. Das Problem an diesem Test ist, dass er sehr unspezifisch ist. Wenn man Fleisch isst, das ist ja quasi ähnlich wie Blut, da sind ja auch Proteine mit drin und der könnte dann falsch positiv sein. Die Tests sind auch häufig falsch negativ, weil man irgendwo im Bereich der Probe, man muss da mit so einem, im Stuhlgang mit so einem kleinen Schäufelchen ein bisschen was abziehen und dann einschicken. Der Test ist nicht sehr verlässlich und wir mögen den eigentlich nicht. Neue Tests sind jetzt in Entwicklung, die suchen nach typischen Erbsequenzen, also genetischen Sequenzen, DNA-Sequenzen von Tumorzellen. Diese Tests sind neu, die sind gerade in Evaluation, die scheinen sehr viel spezifischer zu sein, sind aber noch nicht ganz ausgereift und noch relativ teuer. Da geht die Entwicklung noch weiter. Dann gibt es sogenannte Chip-Tests, die untersuchen bestimmte Gene. Dann nimmt man irgendwie einen Stuhl, verschmiert das auf so einem Probenteil und dann wird an verschiedenen Stellen mit genetischen Methoden werden die Informationen multipliziert, die Erbinformationen, wird geguckt, was da so rauskommt und ob da irgendwelche Tumorzellen drin sind. Sehr unspezifisch, teuer, aufwendig, noch nicht wissenschaftlich belegt, ist in Entwicklung, könnte mal für später was werden. Tatsächlich orientieren wir uns ein bisschen an Beschwerden und man hat anhand der Krebserkrankungen und Wahrscheinlichkeiten das Alter von 55 Jahren als Start für die Darmspiegelungsuntersuchung seitens der Krankenkassen festgelegt. Nun hält sich der Krebs nicht an die 55-Jahres-Grenze, sondern das kann auch schon mal früher passieren. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass man mit seiner Ärztin oder mit seinem Arzt als Patientin oder als Patient redet. Habe ich Probleme? Habe ich Beschwerden? Hat sich irgendwas geändert? Das Leitsymptom ist eigentlich, man hat so Blutauflagerung auf dem Stuhlgang. Das sieht man auch. Oder Blutauflagerung am Toilettenpapier nach dem Abwischen. Das muss nicht immer gleich Krebs sein. Es gibt viele, viele andere Erkrankungen, wo sowas mal sein kann. Und Krebs ist eigentlich eher die Ausnahme. Aber wenn man sowas hat, sollte man das untersuchen lassen. Und sollte erstmal einen Tumor ausschließen, wenn wir jetzt über Darmkrebs reden. Und dann die zugrunde liegende Erkrankung, das kann ein einfacher Riss im Bereich des Enddarms sein oder eine Hämorrhoide oder irgendwas anderes. Aber auch jemand, der eine blutende Hämorrhoide hat, sollte sich damit nicht zufrieden geben und sagen, naja, ist ja meine Hämorrhoide, kenne ich ja, ist ja immer das Gleiche. Man kann ja berühmtermaßen auch Läuse und Flöhe haben. Das heißt, man hat seine Hämorrhoide, die man nicht wegmachen lässt, weil man davor Angst hat. Aber 20 Zentimeter weiter wächst so ein kleiner Darmkrebs still und heimlich vor sich hin. Und der macht eigentlich das Blut und das ist gar nicht die Hämorrhoide. Da muss man also dran denken. Sowohl als Ärztin und Arzt, die den Patienten oder die Patientin behandeln, wie eben halt auch als Patient selbst. Jetzt habe ich bei der Deutschen Krebshilfe gelesen, dass gerade Männer ein etwas höheres Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken. Liegt das an der Vorliebe oder an der größeren Vorliebe zum Grillfleisch? Oder wie kommt es, dass gerade Männer ein höheres Risiko haben, an dieser Krebsart zu erkranken? Wenn man Ernährungsstudien glaubt, dann ist das tatsächlich so. Männer essen mehr gegrilltes Fleisch als Frauen. Wäre jetzt eine schöne und einfache Erklärung. Ich glaube, dass das gar nicht mal wichtig ist, ob das wirklich so ist, sondern es ist wichtig, dass beide erkranken können. Und dass sich beide drum kümmern. Und es geht nicht darum, ob die Wahrscheinlichkeit für die Frau geringer ist als für den Mann. Das wäre ja jetzt nicht im Sinne der Gleichberechtigung. Um das jetzt mal ein bisschen spaßhaft zu betrachten. Nein, beide haben das Risiko. Und da sich die Lebensgewohnheiten der Geschlechter sinnvollerweise auch annähern. Wir sehen das eben beim Lungenkrebs zum Beispiel. Die Frauen rauchen mehr, bekommen mittlerweile fast genauso häufig Lungenkrebs wie Männer. Weil sie einfach die gleichen Lebensgewohnheiten haben. Nein, an den Lebensgewohnheiten sollen die Patientinnen und Patienten arbeiten. Jetzt ist es ja aber auch so, dass nicht immer die Krebsvorsorge, naja, hilft oder dass sie vielleicht manchmal zu spät kommt oder dass es wirklich einfach genetisch bedingt ist, dass jemand an Krebs erkrankt. Wenn jetzt jemand an Darmkrebs erkrankt ist, dann ist ja auch die Qualität der ärztlichen Behandlung mitunter lebenswichtig. Wie kann ich denn als Patientin sicherstellen, dass ich in einer Klinik gut versorgt werde? Worauf muss ich da achten als Patientin, wenn ich mir da etwas aussuchen kann?
So, es hat sich ein System entwickelt, wie man die Versorgung von Krebspatienten möglichst optimal gestaltet. Und die Grundregeln dieses Prinzips sind erstmal für alle Krankenhäuser gleich. Es geht damit los, dass man den Patienten als Ganzes betrachtet und nicht nur auf den Tumor guckt. Und als Ganzes betrachten tut man ihn, wenn man über die verschiedenen Fachabteilungen, die bei der Behandlung einer Tumorerkrankung, wir bleiben jetzt mal beim Darmkrebs vielleicht, um das ein bisschen zu spezifizieren, da brauche ich einen Gastroenterologen, der die Diagnose stellt. Ich brauche einen Radiologen oder eine Radiologin, bitte immer das analog sehen, der eine Bildgebung macht und sagt, wie groß ist der Tumor, ist woanders Tumor. Ich brauche eine Pathologin und einen Pathologen, der mir sagt, was ist Tumor und was ist nicht Tumor, welche Größe, welches Stadium ist das, welche Gewebeteile sind befallen, sind Lymphknoten befallen, gibt es Fernmetastasen, wo sind die, werden Gewebsgrenzen beachtet, wie aggressiv ist der Tumor, man kann sowas alles messen, danach richtet sich die weitere Therapie. Wir brauchen dann eine Onkologin oder einen Onkologen, also einen Internisten, der auf die medikamentöse Tumorerkrankung mit Medikamenten, Zellgifte oder auch den neuen sogenannten Immunmodulatoren, also die in den Immunkreislauf eingreifen, die die Zellen quasi intelligent bekämpfen und nicht als Zellgift Zellen erschlagen, die sich häufig teilen. Das machen die Onkologinnen und Onkologen. In bestimmten Fällen ist eine Strahlentherapie erforderlich. Ja, brauche ich eine Strahlentherapeutin oder einen Strahlentherapeuten. Die müssen, und natürlich, vergesse ich immer ganz gerne aus eigenem Bereich, einen Chirurgen oder eine Chirurgin, die das Ganze auch noch rausoperiert, weil von ganz alleine verschwinden die wenigsten Tumoren. Gerade beim Darmkrebs geht es nicht ohne OP. Man kann mit Medikamenten oder mit Zellgiften oder mit Bestrahlung so einen Tumor bis auf ganz individuell einzelne Ausnahmefälle eigentlich nicht zum Verschwinden bringen. Das sind die sogenannten Hauptbehandlungspartner von der medizinischen Seite. Und die treffen sich mit der Diagnosestellung und nach der ersten Therapie und verabreden sich und gucken gemeinsam auf die Patientin und den Patienten und legen die Therapie auch gemeinsam fest. Aber es geht auch nicht nur um Ärzte, sondern es geht auch um die Pflege, die wichtig ist. Es gibt eine onkologische Fachpflege, es gibt eine Intensivpflege, es gibt noch die Anästhesistinnen und Anästhesisten, das habe ich jetzt noch vergessen, Narkoserisiko. Wir müssen gucken, die Leute sind ja meistens älter, sind auch kränker. Wir müssen Risiken abwägen, wir müssen überlegen, welche Narkoseform machen wir, wie groß ist der Eingriff. Das wird alles gemeinsam besprochen und dann schauen wir auf die Psyche des Patienten, wir schauen über die Psycho-Onkologinnen und Psycho-Onkologen, wir schauen auf die Ernährung. In unserem Klinikum haben wir ein Ernährungsteam, was die Ernährung optimiert, auch vor einer Operation, denn Wundheilung ist ein aktiver Aufbau. Wir brauchen dafür eine positive Stoffwechselbilanz. Da müssen wir Vorbereitungen treffen und müssen die Patientinnen und Patienten gut vorbereiten. Wir brauchen für Fälle, wo wir nicht mehr viel tun können oder wo wir wissen, dass wir die Patientinnen und Patienten nicht mehr retten können, brauchen wir eine Palliativmedizin, die Schmerzen lindert, Symptome lindert. Und die genetische Beratung hatten wir ja schon angesprochen für Familien mit genetischem Hintergrund von Erkrankung. Und das Ganze findet sich in einem sogenannten Darmkrebszentrum wieder. Das wird von der Deutschen Krebsgesellschaft organisiert, die jeweils gültigen wissenschaftlichen Erkenntnisse werden zusammengestellt, auch wieder interdisziplinär. Es werden sogenannte Leitlinien entwickelt, das heißt, was mache ich wenn? Es gibt ganz klare Regeln, welche Befundkonstellation ich mich wie verhalten soll. Daneben ist natürlich der einzelne Patient zu sehen und der gesamte Zustand und was ist möglich, was ist nicht möglich, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und das findet sich in diesem Darmkrebszentrum wieder. Für dieses Darmkrebszentrum gelten auch sehr viele qualitative Vorgaben. Das heißt, die Ergebnisqualität, wie viele Leute versterben an so einer OP, das gibt es. Es dürfen nur sehr, sehr wenige sein.
Einzelfälle eigentlich nur, wie viele Komplikationen gibt es bei Operationen, bei intensivmedizinischen Behandlungen, wie viele Komplikationen gibt es in der Diagnostik, auch dort ist das denkbar. Wie wird die Diagnostik überhaupt eingehalten? Werden die Leitlinien eingehalten? Das wird sehr komplex überprüft, einmal im Jahr im Übrigen, das ist eine Menge Arbeit. Kommt ein Team von unabhängigen Fachleuten, das sind in der Regel 2 bis 3 Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Darmkrebsbehandlung, erfahrene Spezialisten, die selber in unserem Zentrum in der Regel auch vorstehen und gucken sich andere Kliniken an und gehen die Patienten durch, gehen einzelne Akten durch, machen eine Fallprüfung auch. Bei komplizierten Fällen ist das alles richtig gelaufen. Und in so einem Zentrum, das ist sozusagen qualitätsüberwacht durch eine unabhängige Stelle. Die Deutsche Krebsgesellschaft gibt die Richtlinien vor und die Durchführung dieser Überprüfung organisiert eine Firma, die nennt sich OncoZert, Onkologische Zertifizierung. Die machen das sehr professionell und organisieren das. Dauert immer 2 bis 3 Tage. Das heißt, als Patient oder als Patientin erkenne ich so ein Darmkrebszentrum dann zum Beispiel daran, dass es zertifiziert ist. Richtig, die nennen sich in diesem Fall Darmkrebszentrum oder Prostata- oder Mammakarzinomzentrum. Das geht für alle diese einzelnen Entitäten. Und es gibt auch noch das Onkologische Zentrum, wo verschiedene Entitäten zusammengeführt sind. Wir haben in Bonner das alles. Wir sind keine Universitätsklinik, wir arbeiten mit einer Universitätsklinik zusammen, mit der Universitätsklinik Leipzig, aber auch mit Dresden. Für die ganz komplexen Fälle, die wir auch nicht anbieten wollen, weil wir in diesen Zentren immer Mindestmengen haben, damit man die Erfahrung auch hat. Man muss immer so 20, 30, 40 OPs davon machen und 40 Speiseröhren-OPs kriegen wir hier nicht hin. Und dann diese Patienten verweisen wir dann an einen Kooperationspartner. Und wir haben uns aber abgestimmt, wir machen ja alles fertig und die gehen dann dort zur OP und werden dort weiterversorgt und bei uns nachgesorgt. Aber für die großen, breiten Erkrankungen wie Darmkrebs, die häufigen Erkrankungen, Darmkrebs, Prostata, urologische Tumoren, Brustkrebs, gynäkologische Tumoren, Kopf-, Hals-, Gesichtstumorbereich und so weiter. Da haben wir hier eigene Zentren, die wir in einem onkologischen Zentrum zusammengefasst haben und hier bieten wir eben unsere Qualität an. Man muss das nicht als Zentrum haben, muss man fairerweise auch sagen. Es gibt Einzelne, die das auch sicherlich so können. Aber es gibt halt noch viele Krankenhäuser, wo einfach ein Tumor operiert wird. Und eigentlich möchte das weder die Politik noch die Kostenträger, also die Krankenkassen, noch auch die Krebsspezialisten. Wir möchten uns gerne diesem System unterwerfen. Wir möchten uns prüfen lassen und wir möchten auch gerne wissen, wenn wir irgendwas nicht richtig machen oder wenn wir irgendwo einen Fehler haben, den müssen wir abstellen, damit die Patientinnen und Patienten bestmöglichst betreut werden. Das ist unser Anspruch. Und deswegen unterwerfen wir uns diesem System. Und da vielleicht auch nochmal der Appell an Patientinnen oder Patienten, sich dann auch wirklich in so einem zertifizierten Zentrum Hilfe zu suchen. Wunderbar. Vielen lieben Dank, das sagt der onkologische Chirurg Dr. Kai Kohlhaar über die Vorsorge und Behandlung von Darmkrebs. Ich sage nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Und das war's von uns für heute. Die nächste Folge von Gesundheit aufs Ohr kommt in einem Monat. Mein Name ist Julia Segers. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gesundheit aufs Ohr. Unterstützt von den Sana Kliniken Leipziger Land. Ihre Heimatkrankenhäuser im Süden von Leipzig.